Freue mich, hier wieder an dem schönen Ort zu sitzen. Fast genau vor einem Jahr war ich hier mit anderen diskutierend. Rostock war ich gerade, nach Sibiu, Hermannstadt, lese ich auch. Es ist weniger eine organisierte Lesereise, es sind mehr Lesungen mit Unterbrechung. Aber Oktober, November kommt wieder einiges zusammen. Alle Wege führen nach Berlin und endet oder begann auf diesem Platz, bei der neu errichteten Uhr. Sie verkündete die Zeiten aus jenen Teilen der Welt, die Bertram nicht bereisen durfte. Die Wege lockten zu jenen Brunnen, der sommers ein erfrischendes Bad verhieß, was aber unerwünscht oder verboten war, je nachdem, in welchem Grad der Ordnungsdurchsetzungswilligkeit sich die Vertreter der Staatsmacht gerade befanden. Der Alex erinnerte an Möglichkeiten, die er vorenthielt. Ja, in den Gedichten merke ich, dass das Verschwinden, Ankommen, doch nicht Dasein eine zunehmende Rolle spielt. Also der Weg ist sicher wichtiger als das Ziel. Mit jedem Gedicht beginnt man wieder, sich die Frage zu stellen, ob man noch ein Dichter sei. Ja, da spielt das eine Rolle. Und auch die Bewegung dieser neuen Alexanderplatz-Geschichte ist ja jemand eigentlich ständig unterwegs, in der Vergangenheit, in der Erinnerung und ganz real im Beobachten der Gegenwart. Und das zwischen diesen Schnittmengen, zwischen Vergangenheit und gegenwärtigen Bewegungen, da lebe ich. Es ist immer da, wo man versucht, was zu kompensieren, ist man für das Moderne besonders mild oder so, will man mit aller Gewalt was anderes machen, als nur Tradition pflegen, weil es eh keine gibt, die man pflegen könnte. So, es wird eben eher im Ruhrgebiet oder dort in solchen ländlichen Gegenden, da ist der Wille, was Neues zu erleben, viel größer als in Weimar oder Potsdam, wo man glaubt, es geht immer so weiter. Welche Rolle spielt denn das Lachen und Humor für Sie? Nicht in jedem Text eine so große, wie ich das auf Lesungen gern zelebriere oder herauslocke, aber eine sehr wichtige, eine sehr befreiende und eine, die jemand auch Autonomie und Distanz gibt und die Möglichkeit, sich zu verhalten und verschiedene Nähen zu den Dingen zu suchen. Ich möchte allerdings kein Gagschreiber sein, und keine Dauerlacher produzieren. Also ich möchte wirklich die Möglichkeit haben, auch ernst genommen zu werden, mich auch selbst ernst zu nehmen und nicht nur nach der Suche nach Lachern zu schreiben. Die entstehen manchmal ungewollt. Manchmal auch gewollt, ist aber gar nicht immer so gut. Kontakte entstehen auch so. Ich verfolge eine Frau, um sie anzusprechen, richtet ein Freund, hole sie ein. Da erblicke ich ein auch tolleres Weib in die entgegengesetzte Richtung schreitend. Ich wurde heran, sie verschwindet im Hausflur. Fällt ihr auf, dass interessante Frauen stets die entgegengesetzte S-Bahn benutzen, klagt der Freund, mustert eine Passantin und verabschiedet sich. So entstehen Kontakte auch. Ich wandere durch ein Haus, Bekannte sollen hergezogen sein. Da öffnet sich eine Tür, ein Kind steckt einen Kopf heraus. Bist du ein Einbrecher? Eigentlich nicht. Schade, so langweilig. Kannst reinkommen und mitspielen. Ich lehne freundlich ab. Schicke den ersten Einbrecher hoch, den du siehst. Er darf auch von meinen Spielsachen was stehlen, aber keinen Mörder. Ich verspreche es und suche weiter. Oftmals entstehen nicht immer zu den Dingen Gedichte, wo man sich besonders oft befindet. Mitunter ist es Dinge, die zu vertraut sind, lassen dann schon wieder die Distanz aufgeben und man hat nicht den erfrischenden Blick von außen. Also Jena, ich muss mal Jena eine Weile nicht sehen und dann würde vielleicht was entstehen. Die Technik dieses Buches besteht darin, eine Collage aus lauter realistischen Details, die natürlich alle mehr oder weniger sanft verformt sind, zusammengebastelt zu haben. In den Fotos ist es ganz logisch, eine
Foto ist nichts inszeniert und nichts verändert, aber das gilt eigentlich auch für den Text. Es ist ein Sammelsurium von Absurditäten, die ich eigentlich alle erlebt habe. Gesucht habe, zum Teil auch inszeniert habe und auch erleben wollte oder gehört habe. Also man hat sich sozusagen die Stadt spannender zurecht erzählt. Sich eine Realität zurecht zu erzählen, ist natürlich eine Voraussetzung im Grunde für Literatur, auch etwas zu erfinden. Die Dinge, die ich in der DDR schrieb, waren ja zum Teil auch Vortragsliteratur in kirchlichen Räumen und kurze kabarettistische Texte, die nicht nur Literatur sein wollten. Mitunter auch sogar ein bisschen mit dem Protest spielten, eben nicht reine Literatur zu sein, sondern einfach freche Texte. Ich bin aber doch sehr froh, dass ich in sowas wie diesem Ost-Berlin-Buch eben nicht nur diesen Protestimpuls nachgegangen bin, wie in anderen kurzen satirischen Texten, die natürlich heute historische sind, sondern einfach, dass die positiven Energien auch aufsaugen wollte. Von oben betrachtet leuchtet die von Scheinwerfern bestrahlte Mauer wie ein Brillantreif, ein Schmuck, dessen kostbarer Glanz keine Berührung gestattet. Noch ein paar Sätze dazu, da gibt es eben ein ganzes Kapitel dazu. Das war bestimmt so, dass die Mauer nur gebaut worden ist, um die Bevölkerung zu testen, wie schnell sie diese wieder abschafft. Das war nur ein politischer Intelligenztest, mehr nicht, falls Sie das noch nicht gemerkt haben. Wenn man oft in Bewegung ist, merkt man, dass einem beim Bewegen, beim Reisen, beim Gehen mehr Gedanken kommen. Also dass sozusagen mehr Möglichkeiten, den eigenen Kopf zu durchlüften, sich ergeben. Und das ist für mich momentan interessanter als die absolute Wirkungsfreiheit der Gedanken, weil da die Menschen nicht frei sind von ihren Umständen und gesellschaftlichen Gegebenheiten, wären völlig freie Gedanken auch völlig langweilige und wirkungslose. Es muss mitunter auch schmerzen und schwierig sein. Sonst macht es auch keinen Spaß.